Was erwarte ich mir bei dem Start? Also für mich ist es das zweitwichtigste Rennen nach dem Rennen auf Hawaii. Das heißt, für mich ist es eine wichtige Generalprobe, eine Standortbestimmung. Und von daher ja, ist es für mich unheimlich wichtig zu sehen, was am 30. Juni hier passiert. Ich bin natürlich sehr gespannt auf das Rennen. Der Marino von Honaker und auch Fares haben von diesem Rennen geschwärmt, von der tollen Atmosphäre und der Ruf Ironman Klagenfurt geht über die Landesgrenzen hinaus und ist seit Jahren schon dafür bekannt, dass es ein tolles Rennen ist, ein schnelles Rennen ist und genau das ist der ganz große Reiz auch für mich in diesem Jahr. Also für mich hat die Bestzeit von Marino van Honaker hier in Klagenfurt, ist nicht gegenwärtig. Ich bin mir sicher, dass mit Timothy O'Donnell ist einer der Top-Favoriten mit genannt worden, dass man auch hier wiederum unheimlich schnell unterwegs sein muss und man muss erstmal das Rennen gewinnen. Und ich glaube, dass diese 8-Stunden-Schallmauer, dass die notwendig ist, um das Rennen zu gewinnen. Was unter Idealbedingungen möglich ist, weiß ich nicht, aber Marino hat vor 2 Jahren hier ein sensationelles Rennen abgeliefert und ich glaube, das zu toppen oder das zu wiederholen, das wird ganz schwer. Aber damit setze ich mich überhaupt nicht auseinander. Für mich ist wichtig, dass ich mit einer guten Performance hier an den Start gehe und ich muss erstmal das Rennen überhaupt überleben, beziehungsweise das Rennen muss man erstmal gewinnen können, um sich überhaupt auseinandersetzen mit den Zeiten. Und wie gesagt, unter 8 Stunden, ich glaube, das ist für mich persönlich schon ein ganz großer Traum. Also die Strecke kenne ich noch nicht. Also ich weiß ungefähr, was mich erwartet, aber vor Ort war ich noch nicht. Ich werde im Mai hier nach Klagenfurt zurückkehren, den Wettkampfkurs abradeln und ablaufen. Und dann ist es für mich am 30. Juni eine Premiere. Ja, wir wollen heuer einfach den Versuch einmal starten, das Feld weiter auseinanderzuziehen und da haben wir uns diese Möglichkeit ausgesucht, dass wir sagen, 400 Age-Group-Athleten, die eine Bestzeit von unter 10 Stunden 30 haben, sollen da vorne wegstarten, damit wir diese schnellen Athleten von weg möglichst mal weg haben, damit sich das entzerrt und dann die 2400 Athleten, die dann hinten nachstarten. Die Frage, die sich jetzt natürlich viele Age-Gruppen stellen, wie komme ich in die erste Startwelle? Genau, also wir haben heuer aufgrund der hohen Anmeldung und des 15-jährigen Jubiläums uns gedacht, dass wir eine 2 Startwellen machen, wobei die erste Welle eine Elite-Welle ist. Und also wenn du dich für die Elite-Welle qualifizieren willst, musst du in den letzten 2 Jahren eine Zeit unter 10 Stunden 30 gefinisht haben bei einer Ironman-Distanz und uns ein E-Mail schicken. Also das wird alles nochmal per Newsletter und offiziell nochmal verlautbart, wie die E-Mail-Adresse lautet. Und dann hast du also First Come, First Serve. Ab dem Zeitpunkt hast du dann die Chance, unter den 400 der Elite-Welle dabei zu sein und dann eben früher zu starten.